Sehen Sie? Da kommen die Beamten schon wieder. Das ist blöd. Dann passen Sie mal gut auf. Kein Wort darüber, dass ich hier war. Verstanden? Kein einziges Wort. Sonst ist es aus. Dann kann ich Ihrem Mann nicht helfen. Das wollen Sie doch nicht, wa? Ja, natürlich, Herr Brandenberg. Gut, alles andere erledige ich. Warten Sie auf meinen Anruf. Da sind Sie schon. Gibt es hier eine Hintertür, durch die ich mich verdrücken kann? Gehen Sie durch die Küche. Aber geben Sie Acht, dass man Sie nicht sieht. Keine Angst. Alter Flugzeugführer hat das Franz nicht verlernt. Also dann bis später. Dann halten Sie das Köpfchen hoch. Alles halb so schlimm. Ja, bitte? Verzeihen Sie, Frau Moll, wir haben noch ein paar Fragen. Frau Moll, Sie scheinen nicht zu wissen, dass Sie sich strafbar machen, wenn Sie die Polizei anlügen. Noch dazu auf so penetrant dumme Weise. Ich kann nur wiederholen, ich weiß nichts. Ach, natürlich wissen Sie. Ihr Mann ist geflohen, nachdem Sie ihm gesagt haben, dass wir hier eine Haussuchung durchgeführt und 3 Champagnerflaschen gefunden haben. Wir waren darauf vorbereitet, haben gewartet, dass er flieht. Wir haben auch seinen Wagen gefunden, aber am Steuer saß nicht Ihr Mann, sondern ein anderer. Noch dazu tot. Dr. Ortwin Illacht. Nein. Doch. Und das ist kein Zufall. Eine Leiche fällt nicht vom Himmel. Also mit wem hat sich Ihr Mann verabredet?